Hallo. Ist jemand hier? Ja. Wieder mal eine neue Folge Clash of Clans. Also, ich habe hier schon lange kein Video mehr. Jetzt gibt's wieder eins. Und so eine kleine Info. Clash Royale hatte ich eine epische Truhe. Ich wollte das aufnehmen, wie ich sie aufmache. Dann ging die Aufnahme an den Arsch. Ich habe sie aufgemacht. Und es gab nur das, was ich nicht gebrauchen könnte. Ich kann jetzt das Riesenskelett und den Ballon auf Level 3 machen, aber es bringt mir nichts. That's the problem. Also jetzt zum Eigentlichen. Ich habe einen Clan gegründet. Apfelmampfers. Ja gut. Und jetzt ist eine lange Geschichte. Oder auch nicht. Ja, egal. Auf jeden Fall waren wir einmal fast 50. Einmal habe ich drei Meisterliga hier drin. Also immer zwei oder ein. Aber jetzt sind sie leider raus. Ja. Ich bin mit meinem besseren Account jetzt endlich Goldliga. Ich habe einem Champion sogar die Anführerleitung gegeben und dann hat er alles zerstört. Und dann musste ich wieder neu aufbauen. Nur wegen so einem dummen Screenshot. Dann kam die Lisa. Ich sag mal, sie ist eine dumme Kuh. Sie hat mir auch den Clan zerstört. Sie wollte auch einen Screenshot machen, hat nachher ein paar rausgeworfen und alle degradiert und danke für den Clan. Dann habe ich ein bisschen geflucht, aber das ist ja egal. Ja, jetzt habe ich ein paar gekickt, weil das sind hier unten nur so, naja, 220. Ich hatte sogar eine, der hatte nur 0 Pokale. Was dürfen ja alle rein? Ab 400. Ja. Und dann gab es, ja, das hier, der René, der war auch mal drin. Und Lisa hat ihm dann Scheiß erzählt. Ja, egal. Nicht mehr verfügbar. King, weg. Tschüss. Okay. Pokémon. Diese müsste ich... Ich muss sie irgendwie wieder reinbringen. Das war dann nachher der Clan, wo wir aufgemacht haben. Für die, die Lisa nicht mögen, steht auch hier. Wenn ihr oben schaut in der Clan-Beschreibung. Ein Clan für alle außer Lisa. Ja. Das war natürlich schockend. Und Happy Bunnies habe ich jetzt gesehen, ist auch wieder on. Ja, egal. Moinsen, suche Clan. Kommen bitte. Egal. Nachricht, ja, Juwelenkiste, ja. Alles gut. Ja, ist wieder Vorbereitungstag. In 4 Minuten geht's los, okay. Okay. Das ist natürlich ganz geil. Ungenutzt. Nein, Spaß. Auch alles ungenutzt. Feindliches Team auch. Ja, egal. Wenn man auf den Clan geht, dann das Kriegslogo anschaut, sieht das scheiße aus.
Ja, war es ganz knapp. Hier hat niemand angegriffen. Ja, das ist einfach schlimm. Freundschaftskrieg haben wir aber gewonnen, weil wir ein bisschen mehr Prozent haben, weil ich noch den zweiten Angriff gemacht habe und dann gab es noch 3,60% dazu. Ja, das ist sehr schön. Anpassen. Keine Ahnung, wer das geschrieben hat. Egal. Na gut. Das war eigentlich die kleine Durchsage. Aber jetzt machen wir, glaube ich, noch ein Spielchen. Und jetzt Rathaus 5 halt. Ein paar sagen, ich rushe, aber ich habe einfach das Rathaus ein paar Mal hochgemacht und einfach Gold gespart und jetzt habe ich halt nicht das Beste. Aber ich habe jetzt den Magierturm, das ist gut. Angriff. Ah ja, stimmt, die Ereignisse. Vierfacher Sternbonus. Genau, noch einen Tag. Dann PK-Ereignis in 2 Tagen und dann Valentinstag. Das wird auch lol. Leider habe ich ja keine Helden. Was sehr schade ist. Ja. Angriff. Wir brauchen eigentlich nur 3 Stück. Lül. Was? Was? Was soll das? Kann man ja alles Prozente umsonst, sagt man dem. Ja auch. Was? Wie? So? Und es sind jetzt auf kleinen Bockdruppen drin. Siehst du, für das sind Kobolde. Verpisst euch! Bam. 3 Mauernbrecher. Die 6 Riesen. Auch noch Kleinburg-Truppen. Kleinburg-Truppen. Oh, ich liebe diese Musik. Und niemand achtet sich auf die Ballons. Jetzt werden sie aber abgeschossen. Nee, das gibt's doch nicht. Aber wir haben ein Rathaus und das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Bium, bium. Ja, noch kein Riese da und doch jetzt. Wir können uns ein paar Prozente holen. Vielleicht sogar doch die 50%. Das wäre natürlich sehr geil. 49%. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Jetzt. Ja, jetzt haben wir es wirklich. Ich habe ein neues Spiel runtergeladen. Das heißt Chest Opening Clash Royale. Oder irgendwie so, was doch nicht. Und dort kann man einfach die ganze Zeit nur Chests Opening machen. Ich kann es euch einmal dann zeigen. Geht es in einen kleinen Spieletest. Und die machen hier extrem viel noch. Sie haben noch 1 Minute oder so. Ja, locker. Locker. Ja, fast 65%, wenn man Glück hat. Sollte passen. Macht. Macht. Die geht kaputt. Ja. Hätte man sich auch befürchten können. Ja, egal. Wieso geht die andere aufs? Aha. Ja, wir haben 69%. Das ist sehr gut. Noch ein bisschen Elixier graben. Und Gold. Und ich habe ja schon extrem viel. Und finished. Auch mit 2 Sternen, aber 46.000. Und jetzt geht's los mit dem Kampftag. Das ist ja sehr gut. Das wird richtig.
Und einer greift schon an. Einer greift an. Den Sky. Hunter greift Sky an. Oh nee, das wird schlimm. Ich sehe es schon. Ich sehe es. Ich werde schnell mit meinem anderen Account online gehen. Und ihr könnt... das anschauen, wie man untergeht. Untergeht. Ja. Und der andere Sky wird auch angegriffen und Max wird auch angegriffen. Sind fast alle angegriffen. Und hier gibt es 100%, stimmt's? 100%, ja. Na klar, ist ja klar. Einer von uns hat das Rathaus draußen beim Kleinen Krieg. Ja, vielleicht wird es nicht 100%. Das ist ja krass. Nur 71. Nein, ja, das meinte ich. Schaut es euch an. Das ist nicht so klar. Das hier. Was soll das? Oh, der Bauarbeiter geht. Es ist einfach schlimm, wie diese Base zerstört wird. Zerstört. Aber das ist ja da. Das ist halt. So geht es halt noch vielen. Nee, ich will nicht hinschauen. Okay, das war's eigentlich. Es kommen noch 2 Videos. Heute und morgen. Einmal Kleinkrieg und einmal diesen Spieletest. Ich finde es eigentlich nicht lustig, wenn es nicht so viele Werbung hätte. Und ja, das sage ich einfach mal. Truppen ausbilden. Nein. Natürlich nicht. Ciao.